Also Ausgangspunkt des Ausstellungsprojekts war ein Besuch in China 1996, wo ich eben auf die Ruinen der europäischen Paläste in Peking gestoßen bin und damals ziemlich überrascht war, dass es eben diesen Gegenblick von China nach Europa gab. Erstaunlicherweise genau zur gleichen Zeit, in dem auch die Chinoiserie in Europa in Mode war. Und es ging mir eben darum, diese Wechselseitigkeit des Blicks zwischen China und Europa deutlich zu machen und eben sagen den Gewinn, den dieser gegenseitige Austauschprozess mit sich gebracht hat, in ästhetischer Hinsicht sozusagen, in künstlerischer Hinsicht. Die Austauschprozesse zwischen China und Europa sind relativ umfänglich, lassen sich auf vielen verschiedenen oder in vielen verschiedenen Bereichen nachvollziehen, auch in Philosophie, in Literatur. Worauf wir uns hier allerdings in der Ausstellung beschränkt haben, das ist vor allem Architektur, Druckgrafik, da gehört jetzt im weitesten Sinne zur Grafik die Fotografie auch dazu und Porzellan, das sagen einen ganz wichtigen Stellenwert hatte im Austausch, also auch in den Handelsbeziehungen zwischen China und Europa, weil man in Europa ja gar nicht in der Lage war, bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts Porzellan überhaupt herzustellen. Also die Chinoiserie, die wir ja kennen, und auch die Europerie, also der Gegenblick von China nach Europa, sind eine Dekorationsform oder werden oft so verstanden, sind sagen ein Unterhaltungsmedium, eben meistens von hochgestellten Persönlichkeiten, Fürsten und so weiter. Sie haben aber auch eine eminent politische Dimension, in dem sagen man versucht, die gesamte Welt sagen einzuholen, in den eigenen Garten zum Beispiel, in das eigene Schloss, wobei sagen das Primat, die Vorherrschaft eben Europas oder Chinas, das gilt auf beiden Seiten, nicht in Frage gestellt wird, im Gegenteil, es wird quasi deutlich gemacht, dass es einen Zugriff auf die gesamte Welt gibt, der aber immer unter Vorherrschaft der jeweils dominanten Kultur oder der eigenen Kultur in dem Fall stattfindet.